Panflöte. Vielleicht macht ja meine Kollegin Stefanie Müller-Spirra demnächst auch Karriere mit der Panflöte. Sie war jedenfalls schon mal fleißig üben. Ach, da bin ich gespannt. Ich bin bei Ernest Giolbas in Borna, Multi-Instrumentalist und auch Panflötenspieler und Lehrer. Und die Schüler werden geduzt, hat er mir verraten. Ja, selbstverständlich. Los geht's, ich bin absoluter Panflöten-Neuling. Was ist das für eine Technik dabei? Das ist das gleiche, als wenn wir sprechen dü. Luft holen und wie dü. Die Zunge nach vorne bringen, Zunge nach vorne, ist ganz wichtig. Ja. Zunge nach vorne. Ich mach's mal vor. Das könnte man jetzt bis zum absoluten Höhepunkt. Ja, eine Oktave, kennst du ja. Ja, zum Höhepunkt, klar. Wie kann man denn für absolute Laien mal beschreiben, wie man da am besten reinpustet? Das ist ganz einfach eine Flasche, die man hat, die man ausgetrunken hat, meinetwegen auch zur Hälfte, und über die man bläst. Also im Prinzip hat es eigentlich jeder schon mal gemacht. Mit Sicherheit. Was glaubst du denn, Ernest, was finden denn die Menschen so faszinierend und so toll an der Panflöte? Es ist einfach der Ton. Panflöte hat halt was. Extra wegen der Panflöte habe ich eine Reise genommen nach Peru. Und dort spielt in jeder Ecke ein sehr guter Panflötist. Ja, die Redaktion hat auch schwer überlegt, ob sie mich nicht für den Panflötenunterricht nach Peru schickt. Ja. Aber ich habe gesagt, ach, Bonner ist auch schön. Weißt du was, bei dir noch? Ja, die Röhre ist gut, aber die schiebst du nicht in die Mitte. Ja, genau. Wir haben uns jetzt exorbitant schon weiterentwickelt und sind bereit für ein Lied. Mal sehen, ob ihr es erkennt. Schwer amüsiert von unseren, vor allem von meinen tollen Klängen. Dass er das kann, ist ja klar, aber... Naja. Was sagt denn der Meister im Studio? Bin ich ein Talent? Na, freundliches Gesicht, bitte. Ja, natürlich. Ich war jetzt erstaunt, wie schnell das bei dieser Dame mit der Panflötenunterricht ging. Mhm. Also Kompliment also für beide. Und ich war wirklich, es hat mir sehr gut gefallen. Ja, und Ihnen bestimmt auch, liebe Zuschauer, oder? Ja. Steffi als Panflötistin. Das ist dein Applaus zu Weihnachten, Stefanie Müller.